Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge bei Bus Simulator. Und ich brauche eine Fahrkarte. Jetzt wird's erstmal ernst. Und zwar müssen wir jetzt mal die Fahrkarten alles wieder zurückgeben. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten brauchen wir. Danke. Ah, 56 Euro kostet sowas, ne? Das ist ja total teuer, ne? Nächster Halt, Stockerplatz. Das war ein bisschen zu viel ausgeschwenkt, aber macht ja nichts. Kann ich auch machen. Auf jeden Fall. Ich hab was verpasst, aber das macht auch nicht jeder Busfahrer, die auch mitten auf der Straße drehen. Also jetzt habe ich mal die Sperre rausgemacht. Das war übrigens ein Kollege, der in derselben Firma ist wie ich. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich kannst du eine Fahrkarte haben. Das willst du ja nicht. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. So ein schöner Tag. Da kannst du laut sagen. Diese Büsse werden übrigens auch im WSM-Bereich genutzt. Also dieser Bus wird von Aurich nach Emden, nach Norden und nach. Das ist nicht. Oh, ja. Es muss ja klar sein. Ich habe eine Ausfahrt verpasst. Aber ich bin ja. Zum Glück ist mein Navi so gut. Jetzt muss ich wieder lang fahren. Hier war ich doch gerade schon, hä? Hä? Ich wollte doch gerade zu der Bushaltestelle hinfahren. Alles klar, das ist ja mein. Nächster Halt, Stockerplatz. Boah, Alter, was verwirrend gerade. Ich muss eigentlich hier. Scheiße. Alter. Wie viel übersehe ich denn jetzt gerade, Mann? Schon wieder was übersehen. So was regt einen richtig auf. Warum sitze ich denn so niedrig, ich hätte hoch eingestellt. Haben wir es eilig, oder was? So, jetzt kann ich das aber einstellen hier. Das nicht. Da, da. Ich sitze immer so tief, ey. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ich könnte ja auch so fahren, natürlich. Ich probiere es immer so zu fahren. Ah.
Alter, wenn das klappen würde, so zu fahren, ne? Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Nächster Halt, Westspeicher. Es ist aber ganz lächerlich, hier so zu fahren. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal weg, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Oder wollen wir dieses Fenster aufmachen? Aber ich stelle sie jetzt wieder höher. Und wieder nach vorne. Und so weiter so. Die bremsen immer so hart ab, die Dinge. Die letzte Folge von Winkel der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Schönen Tag noch. Tschüss. So ein schöner Tag. Zellermanns Forschungszentrum. Das finde ich die perfekte Parkposition. Das Wetter ist einfach wundervoll. Das kennt man auch aus dem Visa-Ems-Bus, den heutigen Visa-Ems-Bus. Das ist, glaube ich, die letzte Haltestelle. Und dann gucken wir mal den Bus genauer an. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bitte. Raus. Am Wunsch. Jetzt gucken wir uns mal diesen Bus hier an. Der sieht eigentlich originalgetreu aus. Damit fährt auch die Deutsche Bahn übrigens. Ja, und das hat so ein Bockwurm. Den Lion City steht da auch drauf. Steht auch die Linie drauf. Linie 2 war das. Und dann hier kann man. Das ist auch echt so.
Hier kann man was rein tun, dann senkt er sich langsam und hebt sich und senkt sich. Das gucken wir mal von hinten an, aber erstmal muss ich die Tür zu machen. Hier drunter ist ja der Motor. Hier liegt auch Müll. Aber ich weiß nicht, wie es in echten MAN-Bus aussieht. Bin noch nie mit gefahren, weil diese Stufen kenne ich nicht. Und das hier kenne ich auch nicht, dieses hier. Obwohl, da bin ich schon mal mitgefahren, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Hier sind natürlich die Radkästen. Kotflügel nehmen wir das auch. Hier sind auch noch Radkästen. Das ist alles animiert. Warmblinkanlage ist animiert. Nee. Das ist nicht animiert. Gut. Man kann hier alles einstellen. Fernlicht kann man einstellen. Aber ich habe nicht so. Ich weiß auch nicht, was ein Retard da ist. Wie viel heute in dieser Folge? Werden wir auf jeden Fall noch einen Bus freischalten. Dann brauchen wir theoretisch hier nur drauf. Ja. So, wie viel haben wir jetzt eingenommen? Wir haben 27 Millionen eingenommen. Diese Bahn müssen wir mehrmals fahren, da haben wir können schon den Dingsbus fahren. Streckenplaner. Normal, diesmal fahren wir erstmal mit diesen Setra. Das ist ein Setra, kein Evico. Das ist ein Setra, kein Evico. Oh nee. Ein Setra. Wo ist denn der Deckel jetzt geblieben? Tut mir leid, muss ich gerade einen Deckel suchen. Oh nee, jetzt ist er wieder runtergefallen. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal rein.